Hey ho, Pfingstgrillen 2019. Wir machen heute ein paar leckere Sachen. Ja, zum einen machen wir was von der Feuerplatte, von der Smokerratte wird was gemacht und einen leckeren Nachtisch basteln wir heute auch noch. Ja, aber zunächst brauche ich Holz von der Feuerplatte oder für die Feuerplatte und für den Smoker. Ja, und dazu darf mir der Besuch helfen. Heiko! Ja, Michi? Ja. Das ist doch cool, oder? Da schreit man einmal Heiko und hat zwei Leute zum Holzhacken. Jo, gehen wir hinter. Ja, aber das habt ihr ja schon im letzten Video gesehen, wie er Holz hackt. Und jetzt darf er mithelfen. Gehen wir. Oh, der erste Heiko kennt ja die Örtlichkeit schon. Und er darf jetzt anfangen, Holz zu hacken. So, dann schauen wir mal Heiko Nummer 2 zu. Hey, lass die Finger dran, gell? Meine. Hilfe, der kriegt Steckdosen. Oh, ich kann nicht zuschauen. Lass um Himmels Willen die Finger dran. Da kriege ich ja Panik, hey. Hilfe. Gut, jetzt wird auf alle Fälle das Holz klein genug gehackt, dass wir auch sauber in der Smokerratte eine schöne Verbrennung wieder haben. Und ich werde jetzt dann gleich mit der Bacon Bomb anfangen. Da haben wir wieder ein gutes Bacolan-Netz und frischen Black Angus Hack. Frisches, ja genau. Wow. Gefüllt wird die Bacon Bomb mit, die Klopfe hier, mit Camembert, wollt mein Schatz so, und dazu gibt es dann Spargel und Kartoffeln. Ja, das ist ja zum Beispiel ein Gericht, was wir machen. Heiko, was spielst du da drin noch? Ich führe meinen Zigarettenvorrat auf. Wo ist er denn? Da ist er, jetzt da sieht man. Hier hinten im Dunkeln. Dein Zigarettenvorrat, rauch nicht so viel. Ich gebe mir Mühe. Heute bleibt die Übersicht sehr überschaubar. Wir haben eben, wie gesagt, Black Angus, 1,5 Kilo Hack. Würzen tun wir das mit dem Hausrapp von Peter. Der muss jetzt langsam auch einmal weg. Ja, und dann haben wir hier noch so an Camembert was. Fleur Rouge Classic. Also ich denke, das ist ein Camembert, was Schatz da eingekauft hat. Was soll es sonst sein? Das ist ein Fleur Rouge Classic. Es steht ja mal nichts drauf, aber ich gehe ja mal vom Camembert aus. Besonders cremiger Genuss. Serviervorschlag. Ja, also sollte er Camembert sein. Gut. Und was man natürlich noch brauchen, ist das Bacon-Netz. Da habe ich wieder ein wunderschönes Bacolan-Bacon-Netz. Und zwar dieses Mal das Bacolan RS. Was haben sie noch drauf geschrieben? Bacon-Netze von und für Profis. Es wird schon klappen mit dem Lappen. Handmade. Germany for you. Na, wunderbar. Da bin ich ja gespannt, was das RS heißen soll. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Black Angus Hack an. Ob ihr jetzt natürlich einen Hausrapp dazu nehmt für eine Bacon Bomb oder einen anderen, das bleibt natürlich absolut jedem selber überlassen. Die Black Angus Rinder wachsen übrigens bei uns hier in der Gegend auf. Also regionaler geht's gar nicht. Wir sind da auch mehr wieder durch Zufall hingekommen und haben uns da natürlich eine große Portion gesichert. So, das reicht. Ordentlich durchkneten, dass
sich die Gewürze schön vermengen, vermischen mit dem Hack. Danach können wir eigentlich schon uns den Camembert rausholen. Ne, das Bacon jetzt auspacken, dass wir gleich mal das Hack ausbreiten können. Gut, gleich geht's weiter. So, Freunde, dann kommen wir zu unserem Bacon plus RS. Schauen wir mal rein. Na, geh halt auf. So. Ah, da kommt's raus, da kommt's raus. So. Legen wir es mal so her. Oh, schöne dicke Beckenscheiben dieses Mal. Ah, RS Reservescheiben. Alles klar. Dass man die Baconbomb am Schluss noch sauber verschließen kann, wenn es nötig ist. Ja, dann fangen wir mal an mit unserem Hackfleisch. Wow, wenn Schatz da nicht zu viel rausgetan hat. 1,5 Kilo sind natürlich eine ganze Menge. Das haben wir auch erst diese Woche geholt. Und da, wo wir es geholt haben, war das schon fertig eingeschweißt in diesen Vakuumbeuteln. Also das fand ich mal sehr geil. Wir haben da keine Arbeit mehr gehabt, haben das einfach bloß heimtragen müssen, ab in die Gefriere, fertig. Bloß nicht zu weit am Rand kommen, weil wir wollen es ja noch sauber abschließen können. Ja, was bringen Handschuhe, wenn ich hier jetzt die Verpackung anlang? Die Handschuhe bringen mir in dem Sinne was, dass ich meine Arbeitergriffe verstecke. Läuft die Cam übrigens? Ja, die läuft. Ja, gestern habe ich ein Video gemacht. Da habe ich tatsächlich vergessen, bei einer Szene die Kamera anzuschalten. Blöd gelaufen, hilft nichts. Na. Geh auf. Gut, sieht man das da hinten noch? Ja. Schatz hat gesagt, den kann man mit dieser Kruste da rein tun. Also ich hätte sie jetzt runtergeschnitten. Aber wenn Schatzi das sagt, dann machen wir das so. Ach ja. Also dieses Mal haben wir, glaube ich, eine sehr käselastige Füllung. Man könnte eigentlich jetzt das ganze Ding auch als Moink-Ball-Rolle bezeichnen. Außen Oink und innen Mu. So. Schönes Hackfleisch einpacken. Und hoffen, machen wir hier noch so einen kleinen Wulst hin. Und hoffen wir, dass das ganze Ding wirklich ordentlich dicht bleibt. Jetzt kommt der Moment, in dem der Elefant das Wasser lässt. Das Ganze mit dem Käse ist natürlich jetzt etwas sehr zäh. Boah, da geht das Becken jetzt auf. Und der Käse schaut schon raus. Nein, 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 nein. Da habe ich das Hackfleisch nicht sauber verteilt. Blöd gelaufen. Schauen wir mal, dass wir den Fehler noch ein bisschen korrigieren. Und vielleicht nicht ganz so stramm wickeln.
auf ein neues. Na, dann nehmen wir die Seite für oben. Ja Leute, irgendwas muss ja immer sein mit einer Bacon Bomb. Das wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit, dass sowas mal zu 100%ig glatt geht. Auch wenn man es sich wünschen würde. Tja, schade, 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 schade. Aber wir flicken und reparieren hier schon. Also das ist jetzt kein so extrem vorgepökelter und was weiß ich Bacon. Deswegen ist der auch teilweise etwas dunkler. So. Und so schickt man diese Rindersau nochmal in die Kühlung, bis die Jungs draußen mit dem Holz fertig sind und wir alles soweit angefeuert haben. Leute, weiter geht's draußen. So Leute, die Jungs waren fleißig. Da werden wir gleich mal hier in unseren Kühlen noch was reinwuchten. Die Feuerplatte anfeuern. Der Heiko wird uns nachher gleich sagen, was er mitgebracht hat. Irgendwas ganz Exquisites habe ich gesehen. Sogar noch besser als das Black Angus von uns. Da müssen wir uns ja schon fast schämen, oder Schatz? Da müssen wir uns ja schon fast schämen. Sabberlott. Da siehst du schon mal, es ist immer noch alles. Und Zünderle neu anfeuern und danach geht's mit der Smokerratte weiter. So Leute, gehen wir weiter zur Ratte. Bin ja gespannt, wie gut sie heute anfunzelt und ob alles gleich durchzieht oder ob wir erst wieder riesen Feuer machen müssen, bevor es dann... Oh, geh auf! Ach nee, ich muss ja ziehen. Ja, gut. Gestern Abend noch schnell instand gesetzt, endlich einen Schlauch in den Reifen reingezogen und ich feuer das Ding jetzt erstmal ordentlich an. Und jetzt erstmal ordentlich anbrennen lassen und ja, gucken, dass wir so unsere 110, 120 Grad in der Ratte herbekommen. So Leute, die Ratte wäre dann ja auch so ziemlich so weit, dass wir auflegen können. Aber hey, was hat der da ausgepackt? Wo ist er hin? Hier. Was hast du uns hier Gutes mitgebracht? Ein wunderschönes Fuck You Inside Skirt aus australischer Haltung. Und was ist ein Inside Skirt? Das ist das Zwergfell vom Rind. Okay. Und da es sehr dünn geschnitten ist. Das ist eingerollt? Genau. Ah ja. Jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, sollen wir es komplett draufhauen. Richtig. Okay. Wir könnten es auch schneiden auf zweimal. Würde ich sagen, dann machen wir hier einfach mal einen Cut. Und dann können wir es schön auf zweimal machen, weil das hier hat der Frost noch ein wenig. Okay. Ging gestern Abend erst aus der Kühlung raus. Und ist einfach bloß auf die Feuerplatte? Einfach nur auf die Feuerplatte. Du brauchst nicht einmal Öl drunter, weil das Vacuumfett hat einfach, übernimmt es komplett. Okay. Jo, dann bin ich ja mal gespannt. Aber wir gehen jetzt kurz rüber und ja, schmeißen die Bacon Bomb auf die Rappe drauf. Das Blechli, während ich hier die Bacon Bomb geholt habe, hat der da vorne schon wieder umgedreht. Da müssen wir jetzt gleich wieder hintergehen oder vorgehen, je nachdem wie man es sehen möchte.
Ja, nehmen Sie Platz, ruhen Sie gut die nächsten eineinhalb, zwei Stunden und hasta la vista. Jetzt müssen wir natürlich dann aufs Feuer ordentlich aufpassen, dass wir nicht überheizen, nicht unterheizen. Ja, aber ich glaube, das werden wir schon hinkriegen. Ist ja nett. Schon wieder fast fertig, oder? Ja. Zapperloch, das geht rasend schnell.